Was ist der Unterschied zwischen einem FI-RCD oder einem Leitungsschutzschalter einer Sicherung? Das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Auch ganz wichtig, falls ihr einen von beiden nicht habt, wahrscheinlich den RCD, warum es doch wichtig ist, den auch nachzurüsten und dann in der Unterverteilung auch einzubauen. Nehmt euch auf jeden Fall die paar Minuten Zeit, denn die sind ganz wichtig und können im Ernstfall auch Leben retten. Und da dann, wie immer, bevor das Video losgeht, würde ich euch bitten, den Kanal zu abonnieren, um weitere Videos nicht zu verpassen, die Glocke zu aktivieren, um benachrichtigt zu werden, wenn ein neues Video online geht. Und dann gehen wir rein ins Video. Let's go! Vorab zur Info, falls irgendein Elektrikerkollege jetzt hier einschaltet und meint, gleich ein neunmal kluges Kommentar zu schreiben. Hier geht es darum, dem Laie verständlich zu erklären, was der Unterschied ist. Die Begrifflichkeiten gehen wir jetzt nicht ins Detail. Auch was hier für Bezeichnungen draufstehen, wie man sie auslegen sollte, wird nicht im Detail erklärt. Hier geht es rein darum, was ist der Unterschied und warum gibt es diese zwei Bauteile überhaupt. Der Leitungsschutzschalter, das ist wahrscheinlich das Gängigste, was ihr seht bei euch im Unterverteiler, so ein einpoligen. Den gibt es auch noch in verschiedenen Varianten, auch natürlich noch in dreipolig für Drehstrom oder für einen Herd. Aber jetzt hier der Leitungsschutzschalter. Einpolig. Den findet ihr vielleicht in ähnlicher Form, wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen alten Unterverteiler habt, wie ich jetzt hier einblende, als Schraubsicherung. Dann ist trotzdem der gleiche Grund, warum diese Schraubsicherung eingebaut ist. Wie der Name dann schon sagt, Leitungsschutz. Hier wird in der Elektroplanung definiert, was habt ihr nachher für einen Stromkreis, was wird da dran angeschlossen. In der Regel haben wir im Haushalt einen B16-Automat und da kann man dann eine Steckdose hinten dran installieren und da dann Geräte einstecken. Und wenn man dann über mehrere Mehrfachstecker, so wie man es manchmal kennt, wie es der Laie tatsächlich auch zu Hause macht, mehrere Geräte an eine Sicherung, an einen Sicherungskreis anschließt, dann löst irgendwann diese Sicherung auch aus, dieser Leitungsschutzschalter, um die Leitung zu schützen vor der Überlast. Denn wenn man diese Leitung längere Zeit mit einer Überlast belastet, wird die heiß, kann brennen, dann kann im blödesten Fall auch die Wohnung abbrennen. Deswegen schützt dieser Schalter die Leitung vor einer Überlast. Und die Überlast kann zum einen davon kommen, wie gesagt, wenn man mehrere Geräte, zum Beispiel Trockner und Waschmaschine, in einem Stromkreis betreibt oder in der Küche eine Mikrowelle, einen Backofen und so weiter über Mehrfachstecker betreibt, dann löst dieser Leitungsschutzschalter aus. Oder in einem Kurzschlussfall, wenn ein Gerät kaputt ist oder wenn man eine Leitung anbohrt und einen Kurzschluss verursacht, dann löst dieser hier aus. Im Gegensatz zum nächsten Bauteil. Der FI oder auch RCD genannt, Fehlerstromschutzschalter. RCD in Langform blende ich euch jetzt hier ein, ist ein englisches Wort, jetzt nicht so relevant, um zu wissen, was der denn auch macht. Der löst nämlich aus, wenn es kleinere Fehlerströme gibt und ist dementsprechend auch für den Personenschutz geeignet. Nicht dafür gedacht, eine Person zu schützen, also nicht in die Steckdose lange, um zu probieren, ob dieser hier funktioniert. Ihr fahrt ja auch nicht mit einem Auto gegen eine Wand, nur weil er ein Airbag hat und euch der Airbag dann vor dem vielleicht Tod schützt. Also das auf jeden Fall nicht testen, aber dafür ist er da. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in einen Toaster reinlangt und da dann theoretisch einen Stromschlag bekommen könntet, merkt dieser Fehlerstromschutzschalter, dass über die Erde ein Strom abfließt, der nicht passend ist zu dem, was vorher drüber abgeflossen ist, grob erklärt. Und dann löst dieser hier in einer kurzen Zeit aus, um die Person dann vor einem Stromschlag zu schützen. Das macht der Leitungsschutzschalter nicht. Der löst hier nur im Kurzschluss aus bei sehr hohen Strömen. Und um so einen hohen Strom selber zu erzeugen, wenn man in die Steckdose langt, dann erhält man unter Umständen einen tödlichen Stromschlag, bevor überhaupt eine Sicherung auslöst. Deswegen gibt es jetzt seit längerer Zeit diesen hier. Den gab es mal eine Zeit lang nur als Vorschrift für Feuchträume, Badezimmer. Und jetzt mittlerweile bei neu errichteten Anlagen ist der Vorschrift für alle Stromkreise, wo man Geräte anschließen kann, die nicht fest verbaut sind. Also ihr müsst in der Regel überall, wo eine Steckdose ist, wo man irgendwas einstecken kann, einen Fehlerstromschutzschalter vorher geschaltet haben. Dann ist auf jeden Fall nach der neuesten Technik errichtet. Oft kann man auch diese nachrüsten, wenn man jetzt zum Beispiel den Sicherungskasten aufmacht und sieht, es gibt nur einen Fehlerstromschutzschalter fürs Badezimmer, dann macht es Sinn, vielleicht einen Elektriker dazu zu holen, um zu schauen, ob man das nicht für die ganze Wohnung machen kann. Es ist auf jeden Fall ratsam, weil es kann Leben retten. Was ist hierzu noch wichtig zu wissen? Das ist jetzt hier ein größeres Bauteil, den gibt es auch noch kleiner für einen Wechselstrom. Der ist hier für
einen Drehstromanschluss, also für dreipolige Anschlüsse, gibt es alles in verschiedenen Varianten. Es gibt tatsächlich auch eine Kombination aus Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter, der ist dann in einem Bauteil. Das ist jetzt aber nicht Thema des Videos. Hier beim FI gibt es noch eine sogenannte Testtaste. Die sollte man regelmäßig ausprobieren. Wenn man diese testet, provoziert man sozusagen einen Fehlerstrom und dann muss der FI auslösen. Und da hier eine Elektronik verbaut ist, kann die natürlich mit der Zeit auch kaputt gehen. Deswegen ist es ratsam, das hier regelmäßig zu prüfen. Wenn ihr es noch nie gemacht habt, nehmt jetzt das Video und drückt heute mal auf diese Taste und schaut, was passiert. Wenn der dann nicht auslöst, dann auf jeden Fall einen Elektriker anrufen, dann sollte man den tauschen und einen neuen einbauen. Kommt vor, eher selten, aber es passiert, dass diese Bauteile auch kaputt gehen können. Und dann vielleicht noch wichtige Tipps, wenn ihr bei der Fehlersuche seid. Wenn ihr jetzt irgendwie einen Stromausfall habt und ihr macht eure Türe vom Unterverteiler auf und es ist entweder der Leitungsschutzschalter, der ausgelöst hat, oder der FI, der ausgelöst hat, dann kann das zig verschiedene Gründe haben. Und auch wenn ihr dann tatsächlich das Netz jetzt selber macht, aber einen Elektriker anruft, ist vielleicht auch schon hilfreich, dem zu sagen, welches von beiden denn ausgelöst hat. Die Rückfrage habe ich nämlich ganz oft, wenn mich jemand anruft, oh, bei mir geht der Strom nicht, dann frage ich immer, was hat denn ausgelöst, Leitungsschutzschalter oder FI? Weil bei einem FI kann man kurzfristig vielleicht sogar den Fehler beheben, wenn der ausgelöst hat und er lässt sich nicht mehr reindrücken, wie man dann umgangssprachlich sagt, dann kann es sein, dass ein Bauteil, das irgendwo eingesteckt hat, einen Defekt hat. Also es kann ja auch sein, dass mal irgendwann eine Waschmaschine kaputt geht oder eine Mikrowelle kaputt geht, was auch immer. Da ist dann ratsam zu schauen, steckt mal alles aus, was irgendwo eingesteckt ist und lässt er sich dann wieder einschalten, dann ist auf jeden Fall mit großer Wahrscheinlichkeit irgendein Bauteil kaputt. Dann könnt ihr nach und nach die Bauteile wieder einstecken und wenn er dann wieder auslöst, bei zum Beispiel der Waschmaschine, dann könnt ihr sicher sein, die Waschmaschine hat ein Problem. Kann man sich vielleicht auch einen teuren Einsatz von einem Elektriker sparen, wenn man das vorher macht. Wenn der Leitungsschutzschalter auslöst, einmal, kann sein, dass ihr natürlich irgendwie zwei Geräte gleichzeitig an einem Stromkreis betrieben habt, dann auf jeden Fall darauf achtet, dass ihr das nicht mehr macht. Wenn der auslöst und sich auch nicht mehr reindrücken lässt, dann kann es sein, dass vielleicht auch irgendwo eine Leitung kaputt ist oder in einer Abzweigdose irgendwas zusammengeschmort ist. Da auf jeden Fall dann auch einen Elektriker dazu rufen. Schreib mir mal in die Kommentare, soll ich die Bauteile nochmal detaillierter erklären, wie sie denn funktionieren, was die ganzen Angaben da drauf bedeuten und auf was man achten muss, wenn man die vielleicht mal tauschen muss.